Hallo und willkommen beim nächsten Video mit Fit mit Helvetia. Wir haben einen wunderschönen Frühlingstag da in Fag am See beim Bundessportzentrum. Das ist meine Arbeitsstelle und da trainiere ich jedes Mal. Und vor dem Training tue ich natürlich gern Tennis spielen. Aber dass man da verletzungsfrei durchkommt, zeige ich euch heute 5 Aufwärmübungen. Die erste Übung, und ihr wisst, ich bin ein Fan von der Mobilisation. Und da legen wir uns dabei einmal einen Schläger auf die Seiten und fangen an, den ganzen Oberkörper mal zu mobilisieren, einfach um viel mehr Bewegung im Oberkörper reinzubekommen. Dann strecken wir die Arme und fangen an zum Kreisen. Werden wir die Kreise immer größer. Dann Arme auf die Seite, dann fangen wir zum Drehen an. Und beim Tennis natürlich auch ist wichtig mit den Handgelenken, Handgelenkskreisen und nach hinten. Und nach vorne. Übung Nummer 2 ist eine Übung, die ich natürlich gern mache, weil ich auch beim Skispringen im Oberkörper locker sein muss, ist folgende. Ist natürlich auch beim Tennis für einen Aufschlag eine gute Aufwärmübung. Übung Nummer 3, nehmen wir unser Sportgerät in die Hand, strecken uns nach vorne und fangen an, Achter zum Kreisen. Können wir klein anfangen mit kleinen Kreisen und dann natürlich immer größer werden und den Oberkörper immer mehr mitnehmen. Ganz tief und hoch, tief und hoch. Die nächste Übung, natürlich auch die Beine, dass die nicht zu kurz kommen beim Aufwärmen. Und da fangen wir gleich an, einmal unten das Fußgelenk zu kreisen. Werden damit die Kreise immer größer und machen das auch in die andere Richtung. Und wenn man den Schläger in der Hand hält, ist das gar nicht so einfach mit dem Gleichgewicht. Und zum guter Letzt machen wir noch eine schnellere Übung eines Kippings und mit Richtungswechsel. Und bei jedem Richtungswechsel kippt man einmal mit dem Schläger unten auf den Boden. So, das war's mit meinen Aufwärmübungen fürs Tennisspielen und wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Runde. Einfach klar, Helvetia.